Rakete, Junge, Rakete! Rakete! Komm schon, komm schon, komm schon! Rakete, Junge! Oh, Junge, was unterwegs ist! Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt's endlich mal wieder Clash Royale. Es gab ein Update, was sogar von der Community sehr gut aufgenommen wurde. Ich habe jetzt lange nicht mehr gezockt. Mit dabei sind Chef Strobel, Flobby und Bigspin, wie in den guten alten Zeiten. Ich habe Bock, so einen Clash Royale-Stream alle 6 bis 8 Monate mal zu machen. Wir machen heute eine Mega-Deck-Random-Deck-Challenge. Das ist ein Deck mit 18 Karten. Wir bilden dabei Teams. Ich bin mit Bigspin in einem Team und Chef Strobel mit Flobby in einem Team. Welches Team zuerst 3 Niederlagen hat, hat verloren. Und ich glaube, auch bei Bigspin wurde irgendwas gespendet, dass der Gewinner dort 50 Euro oder irgendwie sowas bekommt, ja. Und noch Bits obendrauf. Und Ehre. Ich würde sagen, Chef Strobel, wir machen Schere, Stein, Papier bis 1. Wo? In unserer guten alten Clash Royale WhatsApp-Gruppe. Oh mein Gott. Nee. Klar, da haben wir damals schon Clash Schere, Stein, Papier gemacht. Bist du ready, Chef Strobel? Ja. Bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Oh, ja, was der gute Alter, der Scheißstein. Ich wusste, ich hätte. Nee, ich dachte, er ist so dumm. Ich dachte, er kann doch nicht so dumm sein, wirklich Stein zu nehmen, obwohl er immer Stein nimmt. Und er nimmt wieder Stein. Das ist der gute alte Stein. Mein Gott, bist du dumm. Chef Strobel, du kannst bestimmen, wer anfängt. Sollen wir anfangen, Flobby? Nein. Lass die anfangen. Okay. Ich würde sagen, ich generiere das erste Deck. Und das müsst ihr dann nachbasteln, okay? 3, 1. Go. Stein geht immer, weiß ich, Jungs. Es sind so viele Karten drin, es ist auch einfach so random. Also kann ich Max nicht zuschauen. Es ist so unendlich random. Ich bin auf Zocken, bin drin im Game. Okay. So, okay. Chef Strobel, wir können jetzt ganz in Ruhe das Deck angucken. Ganz in Ruhe. Ihr könnt auch, Alter. Ganz in Ruhe. Ich weiß jetzt nicht, ich splitte die 3 Musketiere, das ist gut, oder? Das tot, ist übrigens. Erstmal okay, aber eigentlich nicht gut, also... Die da muss man keine guten Karten mehr. Du kostet 10 Elixier. Hier liegt 4. Der ist High School Level 4, Mayday. Oh nein. What? High School Level 4? Level 4? Was macht der da? Ich hab keinen Bock mehr auf das Game. Oh, richtig gut. Oh, warum sind das so viele? Kriegen die Musketiere denn das hin? Ja. Ja. Naja, so richtig jetzt nicht eigentlich. Also hinkriegen sieht für mich anders aus. Ist gar nicht schon wieder lächerlich. Der Bauer Level 6, ganz stabil. Ich bin ja aktiv Clash Royale. Zack. Nee. Leute, was sind Mauerbrecher? Mauerbrecher, die können aber nichts. Hä, die gerade laufen vorbei? Ach, die sind ja richtig. Ja, das sind die. Wie viel kosten die? Also, wenn die mehr als ein Elixier gekostet haben, dann sind die richtig shit. 3. Ja, 3 ist low. Er setzt nichts mehr, er hat aufgegeben. Chef Strobel, du musst sagen, wie du das findest. Ja, das ist so frech, wirklich. Ach, gar kein Bock. Wow. Der Strobel, du wirst gleich, so einen insane Gegner haben. Alter. Was ist das für ein Deck? Packer Mega Knight Goblin Giant? What? Ja, mega krass. Man kennt sich anders. Stark gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das kopieren soll. Lol, Legendary Chest kommt hier einfach? Was ist das für ein kranker Scheiß? Ja, du kriegst halt jetzt die ganze Belohnung da. Wieso krieg ich meine? Eine Karte fehlt mir noch. Eisgeist, ist die dumm? Ich hab eine Legendary Karte in der Giant Chest. Die Hexe fehlt, die war's. Welche ist es bitte eigentlich, die ich brauche? Wieder der Miner? Wieso ziehe ich zweimal den Miner? Ich gehe jetzt ins Game-Opfer. Kannst du eigentlich schon wieder so lacken? Danke, Mann. Schauen. So, jetzt ja, ganz. Ja, Mönchfeld, ich wurde schon wegen Stream-Snipe, klasse. Mönchfeld, wieso ist das ein Stream-Sniper? Ja? Guck sie einfach an, er cheatet. Ich find's aber geil, du hast ein Game und die 3 Ausreden. Mhm. Ist das eine Widderreiterin? Ja. Widderreiterin. Hast du die Karte jetzt gefunden? Ja. Er hat auch Level 8. Jetzt sag mal nichts. Er hat auch Level 8 Dings. Ja, der ist auch unter Level. Guck mal, der macht nichts. Guck mal, der macht nichts. Du fängst einfach an, bevor ich da bin. Der ist einfach schon wieder sowas von. Der hat dich gestreamt, der ist an der Friendlist. Der will dich gewinnen lassen. Sniper, ja. Ja. Der hat so lange gewartet, bis du endlich in der Suche bist. Ah, Mönchfeld. Also, unglaublich starkes Spiel von Chef an der Stelle. Einfach kranker Push. Ich habe ihn nicht gesehen. Das muss auch gewesen sein. Wow. Leute, da steht jetzt übergelaufenes Elixier, also das ist sozusagen der Noob-Faktor. Das ist der Noob-Faktor und der CL bei dem glorreichen englischen Cast. Ja, bei den Masken ist es unumgänglich, dass das passiert, ne? Weil was? Die Kosten jetzt. Das ja, das hast du gut erkannt. Oh, siehst du mal. Die sind tot eigentlich, also die Musketiere sind eigentlich tot. 10 ja. Elixier, viel zu viel. Finde ich gut, die Karte habe ich immer gehasst. Ja, das Problem ist, die werden bald wieder zurückkommen. Alter, der Gegner lässt gut überlaufen, das sieht man da rechts oben.
Ich finde es schade, dass man hier die Karten nicht sieht. Die hätten sie ihren Zwergen 2 machen müssen. Also die Karten, die gespielt wurden. Ja, das stimmt. Das hätte man machen können. Das hätten die machen können. Das hätten sie machen können. Ich puste dich an. Ich feuer dich an hier. Merkst du das, Konfetti? Ich puste dich an. Also ich habe in diesen... Ich habe jetzt schon gewonnen gehabt eigentlich, Herr Strobel. Das Ding ist, Herr Strobel ist so gut, da brauche ich ja keine Tipps geben. Das ist easy. Mm-mm. Ja, du hast auch gegen irgendwie so einen Rentner gespielt. Das war kein Rentner. Der Typ war 9. Alter, 9. Der X-Bogen in der Offensive. Ja, wow. Stark auf jeden Fall. Der Gegner war extrem kompetent und hat das wirklich gut gemacht. Dieser, das ist mein Lieblings. Oh, Alter. Du hast großen Spellstreu bekommen. Das ist Comeback. Alter, dein Game dauert doppelt so lange. Ja, hat er. Dein Game dauert ja so lange. Was machst du jetzt? Mach doch mal einen Feuerball oder so. Ja, ich hab keinen direkten Spell, ne? Du verlierst jetzt noch. Chef Strobel. Ich wäre das übel, vor allem, wenn ich noch verlieren würde. Junge. 1-1? Nee, das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Oh, kommt der Prinz durch? Kommt der Prinz durch? Inferno-Turm, ja. Du hast doch einen Zauber, oder? Du hast doch wohl irgendeinen Zauber. Cycle 18 Karten zum Zauber, los. Chef Strobel! Nein, die komm nicht dran. Jawohl. Oh mein Gott, es steht 1-1, Chef Strobel, Junge. Das noch 20 Sekunden noch. Nein, jetzt hör mal auf, mein Mädchen so zu flammen. Easy. Jetzt fängt er an zu setzen. Der hat den gespiegelt! Du bist dein Unter... Du hast einen 18 Karten Cycle, Junge. Chef Strobel. Du musst jetzt 18 Karten Cycle zum Sepp, los! Oh mein Gott. Ich hab verloren. Also, es ist unglaublich. Das hat man noch nicht gesehen. Nein, also wenn das Chef, jetzt hier wirklich Chef, passiert. Chef. Nein, ich hab's gewonnen. Oh, was ein schlechter Feuerball, Oh mein Gott, Chef. Alter, mach mir doch nicht so eine Angst, Junge. 7 HP. Alter, du bist so unfassbar scheiße in dem Game. Jetzt heikel doch die Karten, Mann. Alter, Chef Strobel, meine Güte. Alter, was ist das für ein Holz vom Gegner? Warum schießt du nicht auf King Tower, um Pressure zu machen? Warum hinter dem Turm? Chef Strobel. Der Turm wäre der rechte Turm. Nein, der Gegner hat den rechten Turm. Oh. Ah, ja, hat er. Oh nein! Alter, oh Chef nein. Strobel, what the fuck? Chef Strobel, Alter, du bist so... Das ist unglaublich, Junge. Du bist unglaublich, weißt du das? Egal, dass der Sap-Cycle reicht, ich kann die Dings nicht auswendig, die Damage anzeigen. 1-1, easy Ausgleich, Leute. Easy Ausgleich. Das war der erste. Und er war so lange auf K. Unglaublich schlecht von Chef Strobel. Ja, ja. Was sagst du zu deinem Game von eben gerade, Chef Strobel? Sag mal nochmal irgendwas. Noch ein abschließendes Kommentar. Ganz einfach irgendwie sowas wie... Ja. Der geht direkt wieder in den vollen Mute. Ach, dem Game verständlich. Ist Pixel in den vollen Mute gegangen, oder was? Du bist voll Mute. Ich hab euch gerade gar nicht zugehört. Alter. Ich find's so lustig. Ist auch besser so. Max, hast du gesehen? Hast du gesehen? Ja. Ehre. Ey, noch sieht's gar nicht so schlecht aus, wenn er gleich irgendwie Royal Giant in die Brücke trinkt oder so. Ja. Ach Junge, du was. Alter, ihr, was macht ihr denn? Gleichzeitig ein Schweinereiter? Macht ihr das so? Ja, das macht man so. Alles ist für ein Tornado? Oh mein so Gott, wie krass. Alter, hör doch mal auf, den Gegner zu filmen, er kann auch nichts dafür. Genau, Chef Strobel. Big Spin sagt, er ist gut, das ist das Allerschlimmste, dass Big Spin schlechter Spieler als gut betitelt. Flobby, von dir halte ich am meisten, weil du warst mal eine CRL. Ja. Ich war. Ganz sicher. Jetzt würde ich jetzt mit Dings, weiß ich nicht, Device spielen. Ganz und so. Sicher. Ich bin ja noch unter Vertrag bei SK Gaming. Also, wenn ich jetzt verliere als Erster, das wäre peinlich. Also, wenn ich bis jetzt so. Flobby kann es reingehen. Der intet gleich. Ja, Max sagt, das ist Bullshit, obwohl er gar nicht weiß, wie das ist. Also, mir wäre es einfach nur wichtig, dass ich nicht alle drei. Also, falls wir dreimal verlieren sollten, dass ich nicht alle drei Niederlagen reinhole. Das wäre entweder Gewinn. Oder dass Big Spin auch mal verliert. So. Das wäre so undankbar. Das wäre echt übel. Also, Jo, Alter, wahrscheinlich. Sparky, Junge, hast du Bock? Alter, Sparky, hast du ein Spell? Zack. Nee. Hast du ein Spell? Ich geb Tipps wie Chef Strobel. Ich bin der Beste. Ey, Leute, das ist gerade echt... Ich hab ein bisschen Schiss, dass Flobby... 40 Sekunden noch, Flobby, ganz ruhig jetzt. Fängt er an, Pfeile zu cyclen. Der ist kacke. Oh, komm schon. Der trifft... Was machst du denn für einer? Was bist du denn für einer? Der trifft dreimal. Oh mein Gott, der Freeze, Junge! Wer hat den Freeze gesetzt? Alles gut, Tower Trade. Alles gut, Flobby kriegt den Turm. Tower Trade, sagt er. Alles gut, Flobby. Oh. Immer easy peasy durch die Alter, warum macht er so knapp? Ich weiß nicht, Justus. Deine Lache, wie grausam ist die? Also, deine Lache war gerade. Rakete! Wieso hat er gerade 2 Minuten lang keine Truppe gespielt? Alter, was macht der Gegner? Was ist er für einer? Mach was, jawohl. Ja, ja. Alter, Ehre. Ja. Das ist ein guter Job, was er da macht.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich doch. Also ein Great Shop. Ja, okay, okay, doch, er hat sich noch gerettet. Zwei Alter, E-Barbs, Junge. Der setzt offensive Verbahn und offensive E-Barbs. Ja, kann man machen. Klar. Sollte man aber nicht. Ah, oh, schlechte Apple im Tower zu Hause. Ja, Mist, irgendwie, weiß ich nicht. Alter, was ist denn das für einer? Verstehen wir nicht so gut. Er hat aber gar nicht phasenweise, hat er echt dichte Momente. Ja, ja, der hat da echt teilweise was Gutes gemacht, aber das ist jetzt wieder richtig scheiße. Oh, Mann, Flow Game. Ja, okay, der Hawkrider ist zwar brutal ja, schlecht. Ja, die Skelette kommt durch. Okay, okay. Der war nicht so schlecht. Jeder gewinnt, ja. Alles gut, alles gut. Außer der Strubel, der hat halt... Auch wenn du gewonnen hast, die Leute haben es gesehen, war. Dass du nicht, ja. Alter. So, ich würde sagen, mach direkt das nächste Deck. Ne? Jeder hat gewonnen, es steht noch alles, jeder hat noch drei Leben, alles gut. Neues ja. Deck in 3, 2, 1, go. Ja, send mal direkt in die Gruppe per WhatsApp, da können wir es beurteilen schon. Ja. Gut. Es sind so viele Karten drin, da ist eigentlich alles in Ordnung. Ja. Oder? Ich meine, du hast immer einen Zauber, du hast immer einen Fernkampf, du hast immer einen Tank, du hast immer ein Gebäude. Ihr habt keinen Spell, ihr habt keinen normalen Spell. Du hast schon ziemlich viel Mist dabei irgendwie, ne? Das muss man ja. Schon sagen. Erdbeben, Schaden am Tower. Ja, Leute. Macht, ja, macht ja extrem viel sogar. Extrem viel, richtig viel. Mann, schottet den. Und den King Tower auch. Einfach mal richtig schön reingebalanced. Er macht weniger als Feuerball, aber er macht Schaden am Tower. Ordentlich. Hast du Erdbeben Level. Du hast Erdbeben Level 1, Alter, WTF. WTF, echt? Ja. Wie kann das passieren? Level 1 und noch unter Karte Level 3, weil du. Wie kann das passieren? Hä, wieso sind, wie sind alle gestorben? Die sind bei uns bei Level 3. Okay, der Erdbeben-Zauber spielt am besten nicht, außer du musst durchcyclen, okay? Ja. Scheiße, Mann. Hä, das nochmal Elite-Barbaren sind nicht Common Cards? Ja. Wieso finde ich die dann gerade? Also, das war's wieder komplett. Der Strobel hat die Elite-Barbaren nicht, Max. Würde ich ja so geil finden, ne? Ah, es ist sicher. Zack. Bin ich ja dumm? Zack. Das ist sicher, ne? Ja, oh, sieht gut aus. Elixier jetzt. Wieso hat er jetzt sowas Blödes da schon wieder? Mal geht er, ach, der ist auch schon wieder. Alter. Ah, jawohl, überlebt, let's go. Oh, also, wenn jetzt die Flugmaschine tankt, ja. Ewig, guck mal, hier, Fledermäuse gesetzt. Mhm. Das kostet ihm. Ja, nicht verkehrt, nicht verkehrt. Das kostet ihm. Die Königsrekruten, die habe ich schon nicht mehr gespielt. Was war die erste Karte, die rauskam, als ich nicht mehr gespielt habe? Uff, das ist eine gute Frage. Alter, was ist, wann ist das gewesen? Mai? Nee, April? Nee. Irgendwann April, Mai. Alter, beide die Gartel, die wollen Rico Zivil. Alter, er gibt auf, weil wir beide haben. Boom. Was ist denn das? Hat schon wieder aufgegeben. Was? Beide Level 1? Das hab ich, also das wäre die. Ach, wir haben beide die Karte auf Level 1? Ja, ja, beide. Das ist ja mega random. Ja. Ja, beide, die sind schlechter als Kobolde. Wir sind genau gleich gut hier. Er schickt Flagge, ich schick Messer rein. Alter. Oh Scheiße. Ja, die Rescue drin gewesen, das stimmt. Alter, oh, der hat den Turm nicht mitgetroffen. Er hat aber nicht die coole Rocket. Nee, nee, ist ja klar, der ist Level 8. Der ist noch immer Max, warum hat er irgendwie. Hier haben wir das gleiche Deck? Oh Gott, der hat mich predicted. Ich hab verstanden, wann man Starter benutzen kann. Tschüss. Alter, wann haben wir denn. Tschüss. Der darf mir jetzt hier nicht so krass zerstören. Alter, der Level 6 Hunter kriegt den Elite aber nicht down. Ey, ich glaube, E-Drunk war die erste Karte. Oh Gott, was für eine Musketiere, das ist er! Ne, E-Dragon war Oktober letzten Jahres. Sorry Leute, ich muss noch das Deck nachbauen, das dauert immer ein bisschen. Lost das Stuff, lost das Stuff. Ja, ich weiß, das hatte ich gerade eben auch. Nee, ich spiel kein CR. Zeit für ein. Zeit. Nee, warte. Sagt er. Nee, scheiße, Mann. Ich spiel neulich mit uns die 20 Win Challenge. Ja, also ich kann auch streamen. Ich hab kein Deck. Ja, ist gut, dass das ganze Elixier liegt. Wow. Ja, stark gespielt von dir. Geil. Ja. Ich verstehe, dass ich was mache. Genau so stelle ich mir hier Boom. Das vor. Ey, Max, du Klonzauber, das ist es. Und das ist der Win. Punktlandung, da kann er nichts machen. Geil. Das ist einfach geil. Ganz sicher. Also der arme Schiff Strubel. Der arme, arme Schiff Strubel. Das musst du erstmal nachmachen. Das war ein ganz sicheres Game. Bist du ready, Schiff Strubel? Besser nicht höher. Ein Erdbebenzauber auch nur auf Level 1. Trimix hat 4042 und Schiff Strubel hat. Bist du schon im Game, Schiff Strubel? Ja. Max, du bist 6 Pokale höher als Chef Strubel im Ladder, wie kann das sein? Skill, meistens. Skill, ah ja, perfekt. Das ist eine sehr gute Antwort, perfekt. Und Stadan ist mal wieder so weak. Das also Chef, du musst jetzt zeigen, dass dein Name auch, dahinter auch was steckt. Ja, stimmt. Du hast, also das Game eben war schon ganz schön, ja, ich meine, du hast zwar gewonnen, aber die Zuschauer sehen es halt, ne? Wie du da verzweifelst, bei einem 18-Karten-Deck einen Sepp durchzuzeigen und dann merkst du, oh scheiße, jetzt muss ich 16 Karten durchcyceln. Das ist halt brutal, ne? Oh. Ja, Fjern Dragon war nicht das schlecht. Das war jetzt aber nicht so gut von dir. Oh, ja, wannabe Trimax-Play an der Stelle.
Oh ne, als ob er nur. Der Freeze macht übrigens Damage jetzt. Der Freeze macht Damage. Weiß ich wusste der Strobel safe nicht. Ja, natürlich wieder Holz. Okay. Ja. Oh, der Bomber war nicht verkehrt. Der Bomber war echt nicht verkehrt. Zack. Hier. Guck's dir an. Bam. Der tritt den Turm noch mit. Alter, was ist das für ein Bomber? Oh, springt's. Oh, Mann. Zack. Der Strobel liegt schon wieder hinten. Das möchte ich mal für das Protokoll festhalten. Also selten, dass ich Strobel so nervös erlebe. Tatsächlich, wenn der Fortnite-Europa-Weltmeisterschaft-Halbfinale dabei ist, dann ist er gelassener als jetzt gerade. Strobel, was sagst du dazu? Ich hab nichts gegen den Magier. Der ist komplett im Tunnel. Bomber ist gut gegen Ballon, sehr gut gespielt. Ja, das war... Das war Pfeile, mach Ehre. Nee. Na, macht trotzdem ein bisschen Damage. Die Minions, der Bomber, jetzt ist es, das kommt. Problem. Was macht der da? Ja, der Bomber ist es, der einzige Bomber. Uff, hast du einen Zauber? Alter. Du hast Erdbeben. Es gibt einen Unterschied zwischen Chef Strobel spielt gut und der Gegner spielt schlecht. Das muss man jetzt ganz klar unterscheiden, okay? Ja. Zeig dir das, ich mach damit ist der Turm down. Harter, komm! Oh mein Gott. Okay, ah ja. Let's go. Aber er hat auch schon Schaden gemacht. Hä, wieso geht der auf den Turm? Das ist klar, doch geht der auf den Turm. Warum liegen eigentlich 7 Gebäude, wenn ich fragen darf? Ja. Ich weiß nicht. Erdbeben würde, glaube ich, reichen. Echt? Oder, warte, klappt. Ich weiß nicht. Genau. Level 1 Erdbeben. Aber ja, reicht. Ich bin safe. Reicht. Du hast die Level 3. Du hast die Level Nein, 3. Reicht auf Level 3. Okay, Cycle den Erdbebenzauber durch. Reicht. Es reicht echt, ich habe das letztens nochmal überprüft. Der macht nämlich 183. Der Strobel jetzt. Sei denn schön in Ferne, auf jeden Fall. Oh ja. Oh, Strobel ist das geil, wie bei Fantalent, das ist geil noch zu strong. Ja, das ist mega geil, das ist super spannend mit dir jedes Mal. Guck mal. Guck mal, was er da jetzt macht. Jetzt ist der. Aber, was hätte ich machen sollen? Also, sei ehrlich, was hätte ich machen sollen? Der hat mich gestreamstypt, der hängt. Ich, ohne Witz, aber mache ich einen Screenshot. Leute, hat Spaß gemacht, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ja, so gestreamshotet, also, das ist es. Ich hätte da keine Schuld an mir, weil das hätte ich nicht gewinnen können. Wie soll ich das verteidigen? Schön Strobe, Alter, das hat deine zwei Games bis jetzt. Verliert hat echt vor Max. Alter, es ist unglaublich. Ich finde das so geil. Ist ja nicht so, dass du das Game davor nicht gethrowt hast, weißt du? Also in meinen Augen war das auch kein Throw, weil er hat einfach alles gegen mein Deck. Ja, hast du recht. Dann machen wir jetzt. Das Ding ist, hättest du ein Erdbeben auf E-Sports-Level gehabt oder normalen Level, Level 9, dann hättest du den Turm geholt. E-Sports-Level? Ja, hab ich halt nicht. So, Mein Gegner hat auch keine Level 1 Guards oder so. Sehr gut. Jetzt. Bixel, machst du ein Deck? Ja, ich mach ein Deck. Mega geil, wir liegen vorn. Wir liegen vorne, ja. Wir liegen vorn. Ah ja. Die Kobolde waren auf jeden Fall gut. So, guckt euch das an, Royal Giant Lava, wo der Royal Giant das ist stark. Das ist halt saustark. So wahnsinnig? Ja, stimmt. Anstatt sich ein paar sinnvolle Karten da reinzupacken. Nee, ein random Deck. Ja, ist so. Ich muss kurz gucken, okay, ich habe alles richtig, ja. Also das Deck ist eigentlich gar nicht so geil. Wenn ihr ein falsches Deck baut, wisst ihr, was passiert. Ja. Ne? Also du hast jetzt gerade ein Game gethrowt, ist in Ordnung, hast du verloren, ist nicht so wild. Aber wenn du jetzt. Wie gesagt, gethrowt habe ich es nicht. Ja, hast recht. Das macht dich gekontert. Aber es wird erst richtig bitter, falls du das nächste Game auch wieder verlieren solltest. Deswegen mach dir da jetzt keinen Stress, ne? Level 8 Pegels, ey. Ja, der hat Bock. Bin jetzt kurz davor, Elite Roban einfach an die Brücke zu spielen. Ist der Electro Dragon geil? Ja, der ist ganz nice. Also, man spielt ihn aktuell auch in den Golem-Decks. Ah. Aber der ist allgemein nicht mehr so stark. Als er rauskam, war er einer der stärksten Karten im Game, wenn nicht sogar die stärkste. Immer doch am Anfang. Ja, immer doch. Triffst du jetzt aus dem Turm mit, ja, ne? Nee. Ja, also, er macht, nee, da jetzt nicht, aber normalerweise ja. Okay. Failed! Ah, okay, nee, trifft. Ja, hättest du Hunter besser platzieren müssen. Danke für die Tipp. Kein Problem, dann bin ich ja da. Ja. Ihr seid jetzt auch schon in der Verlängerung. Alter, Flo, du hast aber echt lange gebraucht. Oh Gott. So starker Floppy. Ja, ich wollte den predicten. Zum Ende einen schönen Akzent gesetzt. Echt krass. Sehr nice. Dankeschön. Sehr nice. So, direkt weiter. Also, bisher hat jeder alles gewonnen, außer. Aber. Neues Deck, ich drück drauf. Ja, Strubbel, alles easy, wir kommen back. Easy. Alles easy.
Senden wir gleich in die Gruppe direkt. Wir wollen das mach ich direkt. Immer. Ja. Ich mach's aber schnell, okay. Nicht so langsam wie du. Ist geschickt. Geht los, ich drück auf Kämpfen. Damit wir noch. Ah, okay, damit wir weniger sehen vom Gameplay. Ja, 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 sonst könnt ihr abgucken. Okay. Was hast du dir gerade gedacht? War ganz zu schlecht. Abgucken. Hey, ihr habt ja voll ähnliches Deck. Wieso habt ihr mir so viel Damage gemacht? Wichsbin, ich brauch's. Wer verliert, deine Schuld, ne? Okay. Das ist bei mir nicht der Fall. Kriege ich die Bombe an den Turm? Ist die am Turm? Ja, die ist am Turm. Das ist Damage. Und oh mein Gott, das der Elektro-Terno-Dragon, tot, tschüss. Winke, winke. Oh mein Gott. Zack, ein Hit Ehre. Oh mein Gott, Alter. Alles geplant. Chilliger Start. Nice. Das ist GG. Das ist GG an der Stelle. Oh Mist, das wollte ich anders. Was ist GG? Ja. Big Spins, Trimax Gegner. Ja, zack. 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 Das ist lächerlich. Warum ist das bei Max immer? Mega so geil. Hat gerade der Dark Prince auch noch den Turm gehittet? Das war ja so unlogisch gerade, der eine Hit. Oh, muss auch unterscheiden. Also dreimal hintereinander einen Gegner, der nicht verteilt. Was muss man unterscheiden? Alles klar. Jetzt kommt wieder irgendein Quatsch. Alter, was warst du da, Max? Die Prinzessin ablenken und den Schweinereiter stunnen. Das war gar nicht mal verkehrt. Weiß ich doch. Das war, Alter, Maschine. Guck's dir doch an. Und weißt du, was das Geile ist? Ich hab alles abgetimt, dass das Skelett den Kill macht. Junge, also, Max spielt selbst gegen. Der nennt sich Cancer. Und trotzdem verliert er. Oh, ja, Mann. Ist brutal. Ich sag's dir. Ja. Alter, wie groß ist das Deck? Ich hab einfach mal eine Kanonenkarre auf der Hand. Ja. Nochmal splitten. Ganz sicher. Ich spiel auch einfach. Also, das Game war bisher hier. Ich hatte zwar Schaden kassiert, aber letztendlich war es flawless. Ja. Ja, das ist dieses Bumisch. Du hast Schaden kassiert, aber es war flawless. Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, ich weiß, was er meint. Ich auch. Du meinst ohne einen Fehler, sozusagen. Ja, ja. Okay, schöner Schneeball. Weiß ich doch, Kanonenkarre macht das Ding fertig, auch wenn sie kaputt geht. Ja, es ist halt, ne? Es ist halt das gleiche wie damals. Einfach überlegen. Random Deck ist einfach. Klar, ihr könnt eure Decks üben, aber wenn wir alle ein Random Deck bekommen, bin ich am Ende doch noch immer der beste Spieler von uns. Ja, er hat auch nur neun Elixier gelegt, dein Gegner. Gar nicht. Das sehe ich ja hier nicht. 10,5 mittlerweile. Das sehe ich ja hier nicht. Ja, du hast auch gute 6x6 gelegt, also. Jo, das sehe ich ja hier nicht. Ach echt, siehst du das nicht? Oder nee. Achso, okay. Ja, ich würde auch sagen, es ist einfach mal auch Zeit für einen 3-Crown irgendwo dann, ne? So, dann gibt es hier den offensiven Bombenturm, weil den kennt ihr ja bereits. Mhm. Gegen den Hunter, ja. Predicted. Ja, stark gespielt. Oh, dann ist das ein sicherer 3-Crown und. Das Game sah gut aus. Junge Maschine bist du. Du bist eine Maschine. Ganz stark. Du hast gerade den Druck auf Chef, hast du gerade für 3000 fast. Ich weiß, er hat jetzt schon zweimal am Ende des Games, auf einmal hat sich das Blatt da gewendet. Aber jetzt muss er durchziehen. Im Game schon. Der Lost Viking, Chef Strobel ist direkt im Game, klar. Der ist full Fokus. Ich spiele gegen den Lost Viking. So, Chef Strobel, das erste Leben deines Teams hast du bereits verloren. Verbraucht. Verscherbelt. Und man merkt die Anspannung bei Chef Stroh. Wir wollen jetzt auch nicht so viel reden. Es liegt in der Luft, ja. Oh Mann, ey. Der Gegner hat schon wieder. Guck mal, was ist das für ein Start? Das ist direkt ein gutes Line-Up so. Ja. Ja, ist gar nicht schlecht gewesen. Der fällt relativ schnell um, der Inferno-Turm. Ja, war jetzt eigentlich nicht so. Also, kann man machen, aber ist eher so ein durchschnittlicher Play. Aber ein durchschnittlicher Play, da hören wir es vom Experten. Ein durchschnittlicher Play. Gibst du dich damit zufrieden, Chef Strobel? Nee. Oh. Ja, der Gegner hat ungefähr 200.000 Elixier-Vorteil, aber ansonsten sieht's gut aus. Ja, hat noch eine Elixier-Pumpe. Hast du auch eine? Da musst du aufpassen, sonst kommst du in einen Elixier-Rückstand. Oh, was ist das denn? Aber der Prinz schaut durch. Was macht er denn? Ja, das ist, also, ich hatte den einen oder anderen Spieler, der nicht so gut war, aber das ist, glaube ich, der schlechteste Spieler des Tages jetzt heute hier. Was? Der hat einen Fehler gemacht? Der nervt mich so sehr. Jo, der Golem, was? Nö, ich hab verloren. Ich hab nichts gegen den Golem. Ich liebe Chef Strobel. Golem Nightwitch. Der spielt Golem Nightwitch. Oh mein Gott, Chef Strobel, du musst gewinnen. Du musst gewinnen. Golem Nightwitch, Junge. Scheiße, jetzt hat er noch einen Inferno Dragon. Das ist gut, das Friedensskeleton. Ja, gut, Adrian ist auch richtig gut. Ja, das war gut. Ey, geiler Nail von ihm. Das Geist ist nice. Warum macht er das? Weil er die Bombe damit wegzieht. Ah ja, lol, ist der so clever? Das hat aber gar nicht getroffen. Das hat gar nicht geklappt. Ja, okay. Gar nicht. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war shit. Genau. Ah, leider nicht. Ich habe die Idee gehabt. Es gibt doch Leute, die haben keine Ideen. Ist gut.
Ja, jetzt hat Chef die Rakete, 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 kommt aus dir auch Feuerball. Sehr gut. Er trifft nicht, er trifft. Oh, ich dachte, er Feuerball. Nice. Ist okay. Das wäre zu geil gewesen. Ich liebe es einfach so sehr, Chef Strömer im Clash Royale Spiel zuzuschauen, wenn es um was geht. Und jetzt geht's hier richtig um was. Du hast ein Jahr lang Zeit gehabt zu trainieren. Verstehst du, was ich meine? Aber er hat nicht trainiert. Das ist der Unterschied. Ja, das ist ja noch schlechter. Warum hat die Dings... Ja? What? Sag es. Okay, chill. Ist noch okay. Ja, es ist noch okay. Ich spiel einfach nur... Die Pfeile daneben. Oh, geile Offensive. Pfeile daneben. Na, ist gut von Chef Strobel, weil er hat nichts gegen Luft gerade. Deswegen cycelt er ein bisschen durch. Oh. Das ist nicht so geil. Oh, shit. Der Baby Jack ist... Du Alter. Baust ihm gerade immer einen größeren Pusher. Nee, mach dann nicht, mach weiter. Ich hab halt keine Karten, also. Ist alles genau richtig, ich mach weiter. So. Boah, die Flugmaschine macht richtig Schaden, ja, ne, wenn ich das richtig sehe. Er setzt jetzt noch eine Pumpe. Ja, das ist gut für dich. Die Flugmaschine hat so einen unfassbaren Value bekommen. V-Dragon bleibt in deiner Hälfte. Oh, nein. Oh, der Stunt den! Lol, er weiß nicht, dass das dann. Wie schlecht! Er hat es anders gedacht, aber das war. Wie schlecht! Wie schlecht! Mayday! Das ist so scheiße! Ja, guck mal, Alter, wie du ihn konterst! Du hast auf jede Karte eine Antwort! Was? Alter, schöner Lightning von ihm! WTF! Eigentlich hat der Typ auf alles eine Antwort. Nee, Strobel kontert ihn total. What the fuck, wie unfair für den, der arme Spieler. Ja, jetzt labern die Brücke, Chef. Wollte ich. Das ist wohl wie seit ein Tornado und ein Dings, ne? Ja, aber ja, du hast jetzt einen Lava-Hund, das war's. Ist noch irgendwas in der Luft? Der hat nichts, um den Lava zu verteidigen. Ja, das ist es! Das ist es. Er heilt. Wollte ich nicht. Ach, das war der Strobel. Oh mein Gott. Der Strobel. Wieso warst du das? Der Strobel hat seinen Turm geheilt. Hat Full Life jetzt wieder. Du hattest nichts? What? Ich hab gefettfingert. Wenn du das jetzt noch gewinnst mit so einem Heil, ey. Oh mein Gott, jetzt nicht Throne. Nicht das dritte Mal ineinander. Ich hab kein Spell. Du müsstest mal irgendwie... Was macht der? Wieso baut denn der Pumpen? Du setzt doch keine Pumpen, du Trottel. Och, WTF, wieso baut denn der jetzt da noch eine Pumpe? Ja, wieso? Ist doch noch nicht mal so schlecht. Auch wenn sie sagen, Pumpen bauen. Das ist sauschlecht. Ja! Nein! Ja! Der baut einfach eine, Digga, nee. Chef Strobel hätte da gar nicht durchkommen dürfen. Nee. Let's go. Chef Strobel, ich fass es nicht. Aber was ist jetzt... Warum hab ich denn diese Scheiß-Sex? Ja, ist jetzt nicht wirklich Druck machen. Ich verliere halt einfach grundsätzlich nicht, das musst du wissen. Ich bin eher so der Gewinner-Typ. Das Üble wäre, wenn er jetzt hier halt verlieren würde, dann wäre er der Einzige, der unserem Team ein Leben abgezogen hat. Und das wäre halt schon mal ganz schön lost an der Stelle. Aber sag uns, Ehre, oh Mann, da sei das so spät, Mann, was machst du denn? Mhm. Aua. Ja. Wart's ab, die große Show kommt jetzt, so. Jetzt geht's ab. Hey, der Ritter Level 6. Du liegst vom Schaden sehr stark hinten, du musst dich erst mal kurz nochmal zusammenreißen. Kurz zusammenreißen, Big Spin und dann komplett verlieren. Ja, wichtiges Game. Oh Mann, was machst du? Oh Mann. Oh mein Gott, Value. Mach Ehre, Junge. Halt's Maul. Let's go. Oh, halt's Maul. Da hätte der den... Ehre. Wer ist das? Was macht der da? GG. Ey Mann, wie könnt ihr denn solche Gegner kriegen? Big Spin und ich müssen jetzt hier abschließen. Big Spin unglaublich gut gespielt. Ich liebe einfach irgendwie viel zusammen. Das war richtig sick. Der ist wieder underlevelt. Selbst der hat doch Level 8 Karten. Nee, oh mein Gott. Big Spin, wie spielst du krass? Holy shit! Alter, so stark gespielt, man. Das ist ja unglaublich. Alter, Big Spin, what the fuck? Also, da habe ich mir auf jeden Fall die richtigen Mitspieler ausgesucht. Ah, Leute. Holy shit. Es ist halt einfach alles ein Freewin. Der Big Spin, der ist es. Was war das denn? Nächstes Deck. Bisher sau flawless von mir hier durchgegangen. Ja, extrem stark. Immer noch gleicher Stand. Chef Strobel, Flobby noch 2 Leben. Big Spin und ich 3. Ich generiere ein neues Deck. Ja. Standard-Zwist, der Bruder von Standard-Skill. So schlecht. Kann die Widderreiterin Luft angreifen? Steht da nicht. Ja. Nee, kann die YouTube-Channel. Ich mach nur Twitch, ich mach kein YouTube. Vielleicht irgendwann mal. Wieso sollen wir nur Pfeile als Damage? Deutsch. Ja, Das hab ich gut gemacht. Das splitte ich immer lieber. Danke, ich kann die auch hier so einen Hawk Offroad Jump machen. Nee, ja, doch. Ja. Strong. Alter, diese Plays. Damals musste man ja noch eine Karte dazwischen legen, aber heutzutage wird das ja alles easy von der eigenen KI übernommen. Der Packer, der Gegner scheint schon mal was drauf zu haben. Ja, leider, ja. Das ist GG. Hast du was für dich? Max hat nichts. Doch, du hast Haste. Safe hat er was.
Jetzt machen wir nicht Max, so. Max, hör mal, verlier mal die Nummer so. Ja. Was? Dann steht's unentschieden. Und dann hat gleich der Big Spin richtig Druck. Mhm. Der hat so oder so Druck, der Big Spin. Ja, stimmt's. Freunde. Ich hab einen Schweinereiter auch noch. Ich hab zwei Sachen. Ist immer Druck, ja. Ja, Princess. Ja, Ehre, Ehre. Hab ich die Pumpe noch drin gehabt, Legend? Mal kurz gucken. Scheiße, geht kaputt. Was? Ja, Alter! Sehr gut, ja, starkes Spiel, Max. Was für ein unnötiger, dummer Damage. Also, du weißt schon, dass ich dich zwar viel gecarried habe in CR, aber ich kann dich jetzt leider gerade nicht carryen. Ja, ich merke das schon, das nervt ein bisschen. Unglaublich okay, gute Barbarians. Ja, war okay. Wenn jetzt kommt Magier, jetzt kommt der Magier. Oh, das ist dumm. Gut ist ja auch, dass der Gegner 10 XP mehr hat als du. Predict Sparky. Ja, guck, da kommt direkt ein Tank. Ja, wahrscheinlich spielt der ein Eisgolem an die Brücke, wenn du... Ja, spielst. Ist doch okay, wer wollte irgendwas machen. Passt ja. So. Guter Risser. Scheiße, kriegt der Mitch. Hat er auch eine Rakete oder so? Ich glaube, der hat keinen großen Spell. Der ist lost. Oh, der macht irgendwas. Ey, bitte. Nein, ja! Oh mein Gott. Eisgeist Ehre, komm her! Was? Ja, was? Let's go. Was war das denn? Hast du was? Nee! Das reicht, doch hast du. Alles gut, wieder gerade runter. Ja, er macht großen Push. Oh mein Gott, den kann Max nicht treffen. Geil! Oh mein Gott, Max, komm. Come on, Junge, komm. Come on, gib alles, Junge, alles ja. Geben. Oh mein Gott, zieh durch, Junge. Du schaffst das. Hey, wie viel Damage hat denn die scheiß Guards? Lock. Oh mein Gott, das Lock. Ja! Nein! Wer ist das? Was ist das für einer? What the fuck? Hey, das ist nur der Standard Sven. Aus dem Nachbarn. Sven, geil, noch ein DM hinterher. Jetzt bin ich wieder glücklich. Alter. So ein Bullshit. Ich fass es nicht. Das ist ja völlig dumm. Ultimativer Noob wieder. Hashtag wie dumm ist das denn? Kampflog. Standard Sven, Profil angucken. 5100 Trophäen. Das ist der Ultraschwitzer. Sorry. Ich spiele Sashenka. Warte mal, jetzt im Ernst? Das war dumm. Also da konnte ich ja gar nichts machen, nicht im Ansatz. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein anderer Sashenka-Account, weil sonst hättest du gegen Pro-Player gespielt. Also zu, oder vermutlich. Weil auf dem Sashenka-Account laufen immer wieder... Also jetzt mal... Wurde ich jetzt gekontert oder habe ich scheiße gespielt? Ja, scheiße gespielt. Ja, ich glaube, er hatte gut... Die Stumpfen sind immer das Beste. Weißt du, was ich meine, Chef Strobel? Ja. Ich glaube, er hat ja auch nicht so schlechte Karten. Also er hat einfach. Oh, ich hab gerade ein Riesenproblem, ne? Ja, du hast das gleiche Problem, was Max hatte. Du spielst gegen Packer. Chef Strobel, Junge, es wäre so lustig, wenn du jetzt verlierst. Ja, wenn du jetzt verlierst. Wenn du jetzt richtig, weil du sagst einfach, ich habe scheiße gespielt. Du hast 3 XP Vorteil. Packer kriegt keine. Ich sag jetzt mal, wie es war. Du wurdest nicht einmal gekontert, du hast beide Games gethrowt, die du... Nein, das andere Game, der hatte Lock. Guck nachher, ich kann dir nachher mal das Dings zeigen, das Deck. Ja, okay. Dann kann ich dir mal sagen, welche Karten alle gegen meine... Gute Skeleton Army auf jeden Fall. Alter, guck mal, wie du ihn konterst, what the fuck, guck dir das mal an. Was freest denn der da? Ja, die Hütte. Das Ding ist, freest ist so schlecht geworden. Die haben das nämlich, die haben den übel. Das ist mein Lieblings-Emote, Alter. Wieso gab's den nicht schon früher? Ohne Witz, der ist so geil, der Emote. Ich feier den auch so ein BM-Emote hier. Ah, der, ja, der ist nice. Der ist echt nice. Alter, der Hunter macht. Hä, wie lächerlich, dass der Hunter den noch holt, ne? Es gibt Dinge, die sind einfach so, weil. Big Spin und Chef Strobel, wir müssen in. Nee, was? War das scheiße? Was müssen wir? Wir müssen morgen um 5 Uhr aufstehen, weil wir müssen noch proben. Wir sind gerade in London. Oder 17 halbe Uhr. Stunde nichts machen. Nee, wer? Ihr beide. Ja. Eine halbe Stunde, 3 Stunden. Länger, einen ganzen fucking Tag. Länger, 4 Stunden. Dann einmal hier, ja, zieh mal hier, guck mal, hörst du was? Ja, okay, das war's. Jetzt müsst ihr nur noch 6 Stunden warten. Was macht der? Was liegt der so viel Elixier? Das ist Manuel. Ah, ey, Bix, der ist so vor, jetzt holt der Bix mir zurück ins Game. What the fuck? Hä? Bix bin counter das. Der wartet! Er hat 10 Elixier geleakt. Er will nicht spielen. Ah, geiler Bulls auf jeden Fall. Ey, er hat jetzt 7 Elixier mehr als du geleakt. Der hatte so eine gute Situation und hat sie sich so verschissen jetzt. Der Typ ist nicht gut. Der ich war doch dann ganz krass. Gut, dass ich da noch eine Krawatte bekommen habe. Maxi komplett abgeschnitten war unten. Einfach gerade abgeschnitten. Echt? So ein Scheißkerl. Also, okay, ganz gut. Das war echt geil, ey. Fuck, was ich auch ganz geil fand, dass wir Essensgeld bekommen haben damals. Ja, klar. Ja, gut, weil
Junge, wie in so einer Jugendherberge oder so. Ja, ja. Fledermaus. Alter, der Bowler, da ist goldener Schimmel an seinem Stein. Siehst du das? Ja. Das Max, weißt du noch, als du die, Fledermauskeulen geholt hast? Im KFC? Alter, oh, Junge. Das war echt abartig. Ich hab Strohhalm, Fledermaus. Junge, Alter, die Kanonenkarre, wie sieht die aus? Oder dieses Weihnachtsgewürz. Oh nee, die Weihnachtspommes, die waren so eklig. Max, du hast dir die geholt und die waren so fucking du hast dir die geholt. Die Weihnachtspommes und keiner wusste, was los ist. Bixbin, du bist am reinscheißen. Scheiße. Junge, ich kann nichts machen, der ist viel zu OP. Ohne Fokus jetzt, ist gut. Du musst jetzt ruhig sein. Pass auf jetzt. Weihnachtspommes. Ja, jetzt ja, er spielt Eismagie in dem Moment. Komm, mach mal. Oh, zack, zack. Mach was. Fuck. Leute, letzte kam nicht durch. Oh, Alter, Bixbin. Junge, ich kann nichts machen gegen dich. Nee, Bixbin. Doch. Kannst du wohl. Wir führen gleich, Chef. Wir führen gleich, wenn Bixbin ist. Halt jetzt mal die Goschen erstmal, okay? Mach erstmal. Alter, was ist das für ein Digga? Dein fucking Ritter ist ein Giant. Let's spam. Junge, ich hab keine Karte. Das Deck ist so bad. Bad as fuck ist das. Ohne Witz. Ja, das ist. Oh mein Gott, das Deck ist so bad. Ich kann nichts machen. Das ist es. Let's go, Manuel. Fucking go. Ich hab dich nicht umsonst bezahlt, Manuel. Perfekt. Aber danke für Twitch Prime. Ist das geil. Ja, Mann. Danke. Danke, Mann. Kräftig, Manuel, der fühlt sich wie die Pommes einfach. Manuel ist eingeschritten. Ich kann nichts machen. Ohne ich fass es nicht. Da kommt wieder dein Bixbin, Alter. Genau richtig. Ist das so, geil, Alter. Direkt weiter. 2-1 für uns jetzt. Jetzt muss ich nur noch Max, ich muss jetzt mal fragen, wie fühlt es sich an, in einer Runde direkt zwei Niederlagen zu bekommen. Findest du gut, ne? Ja. Findest du super. Kann man mehr zurück. Deswegen war ich vorhin ruhig. Deswegen konnte ich vorhin nichts sagen. Deswegen musste ich kurz ruhig sein. Dass es jetzt umso besser schmeckt. Du bist so unendlich low. Geil, einfach ruhig geblieben, Der hat echt nicht schlecht gespielt, okay? Ja, hat sich auch wieder gekontert, hat sich gestreamsniped und hat gehackt. Ja. Heißt ja, nicht, dass du das war das Spiel hatte der Spaß und der Gegner hat einen Tag und. Alter, ich fass es nicht vor, wir kriegen erstmal einen Ballon-Hit ab. Nichts gegen Ballon, aber auch gar nichts. Nichts hat der. Nada Zaru, nichts. Ah, stimmt, Floppy muss dann. Alter, das sieht doch scheiße aus, Mann. Guck mal, wie kacke der ist. Guck mal bitte. Das läuft alles so wie geplant. Dann ist er der zweite Tower. 2-3 hinten, ne? Hm, ne, 2-1. Was laber ich denn? Was hab ich gerade gelabert? 2-3. 2-3. Ja, ist schon vorbei. Ja, also ihr könnt auch aufgeben direkt, wenn ihr euch nicht mehr traut. Ich sag, Chef Ruhe throwt das noch. Chef Ruhe macht jetzt gleich noch 2 Niederlagen am Stück. Ich sehe schon die 10k Bits reinhageln. Du laberst eine Scheiße, Junge. Das ist immer so geil, was zu sagen und die Leute zu triggern. Aber ich sag mal ganz kurz, stopp mal ganz kurz. Ja, gut, ihr liegt jetzt, ihr habt noch 2 Leben, wir haben jetzt nur noch 1. Ich Matchpoint. Neues Deck, 3, 2, 1. Damit gewinne ich. Okay. Damit, Digga, Golem, Hexe, Mega-Minion, Pumpe. Ich hab hier auch immer einen Flobby Ultra im Chat, ja moin. Komm hier schon Ultras. Uff. Da muss ich aber los. Das gewinne ich. Send mal Bild. Das ist so ein richtiges Deck, womit ich gewinne und der Strobel verliert. Bild. Ja? Fühlst du das? Ich fühl's. Oh, Golem, der Strobel. Kämpfen. Komm schon. Kämpfen und siegen, Junge. Das muss ich gewinnen. Aber Max, ich hab dich damals Golem trainiert. Wenn du jetzt verlierst, das wäre peinlich. Ja, ich hab Eis-Golem, ich hab Giant, ich hab Golem, ich hab Royal Giant, ich hab schon mal 4 Tanks. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Und wir haben eine Rakete diesmal, das ist schon mal lit. Lit, Alter. Lit ist das. Rocket Zap habt ihr. Aber immer Pumpe, ne? Immer Pumpe. Oh, mein Gegner? Ne, ich dachte schon, der wäre FK. Hätte ich jetzt halt sehr gefeiert. Ich würde neue Regel machen, AFK-Wins zählen nicht mehr. Nice! Das ist eine Scheißregel, abgelehnt. Oh, Elektro-Dragon Level 6. Ist das gut oder schlecht? Ja, gut. Das ist richtig gut von ihm. Das ist übel schlecht von ihm. Ey, du hast jetzt eine Rakete drauf und dann war's das. Hab ich nicht. Ah, scheiße, okay. Ich hab sowas. Das ist nicht so gut. Das war sau scheiße, Bixby. Was ist das für ein Tipp? Gerade gespiegelt? Ja. Alter, okay. GG. Junge, komm. Du haust das raus, bitte. Komm. Jawohl, schöner Spinnerbaum. Jetzt noch Darkpunts rein, komm. Ja, scheiße. Bixby. Sehr gut. Das war perfekt. Du hast nicht mal Schaden bekommen. Weiß ich auch nicht wie. Scheiße, das war geil. Den lass ich durchlaufen. Ja, ein Hit nur. Okay, du hast das Royal Giant auf der Hand, ne? Nice, warum gebe ich dir Tipps? Jetzt haben wir Royal Giant hinten. Guck mal, ich bin Pumpe, okay. Doch gut, oder? Trainer zurück in die Coaching-Zone.
Nee, ist Bullshit. Ist mit Trainer. Der schaut nach der Challenge ein 1 gegen 1 gegen Trimax und 10 nein, Subs. Level 1. Welches Level könnte ich die haben? Sind die nicht Legendary? 8, 9. 9. Oh, Hilfe. Alter. Oh, und boom. Also eine Level 1 Karte solltest du eigentlich... Was machst du, da Valkyrie durchlaufen? Nee, oder? Nein, nein. Du musst einen Prinz bringen, jetzt schnell. Kann ich nicht. Kein Elixier, kein Elixier! Du hast safe genug Elixier, hast du gesehen. Oh, jetzt connected beides am Tower. Nein. Oh mein Gott. Beides weggeschoben. Oh mein Gott, das ist ein Prinz. Geil. Alter, was für ein Prinz, Hilfe. Und das ist guter Prinz? Rakete. Komm schon. Oh, Junge, guck mal, was unterwegs ist. Oh mein Gott. Was? Jetzt geht's los. Ey, das sind Level 3. Du hast die Level 3, was hast du denn? Scheiße, wieso ist das nur Level 3? Oh mein Gott. Gewonnen, die Rakete war es einfach. Ich hab für die Rakete einen Nobelpreis bekommen, ne? Mega geil. Zieh durch. Der Rakete hat vom Auftrag gebaut, hab ich gehört. Aber meine Frage, warum sitzt der alle Truppen jetzt aber mal hinten? Du hast gewonnen. Geil, ja. Maschine. Rakete war es. Gegenhalten. Alter, was machst du für ein Set? Scheiße, dumm. Ich lasse das große Scheiße. Oh mein Gott, overcommitted. Verloren. Was ist das für ein Nebenwerfer? Hilfe! Doppelt! Bomber. Oh, guck's dir an. Das ist der Verteidiger. Oh mein Gott. Doppelbomber, Junge. Guck es dir an. Weißt du, was ein Typ das Game war? Ach, Max, Arthur, bist du früh den Tag für den Abend oben? Jawohl. Max, ich glaube, du hast gerade ein Play gemacht, den hat noch nie jemand casual gemacht. So, wurde aber auch dringend Zeit. Ich geh rein, ne? Alter, insane. Insanes Game. Also krass, ne? Geil, ja. einfach die Rakete war es halt. Und der Gegner hat halt richtig reingesetzt. Ich hab's voll gespürt. Let's go. Wir sind noch im Rennen, Junge. Ich hab's richtig gespürt, Mann. Ich hatte so eine übelste Eingebung. Warum fragen bei mir Leute, ob Max Brothers spielt? Verstehe ich nicht. Momentan nicht, aber kann wieder kommen. Ja, okay. Ja. Du hast nichts verlernt. Ich würde sogar fast sagen, ich bin noch besser geworden. Ich spiele nicht mal Brothers, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem gewinnen. Easy. Können ja auch so, mal Chef Strobel, jetzt, ne? Ja. Wenn Chef jetzt verliert, wir müssen jetzt 2-2. Wir müssen dann jetzt ganz ruhig sein, weil es ist ein extrem wichtiges Game für sich. Pay-to-win-low, ne? Du hast einfach die Royal Rekords auf Level 9. Ja, mach ist echt Pay-to-win-mäßig. Gib dich doch bitte einfach mal mit dem zufrieden, was dir gegeben wird. Weil ich kann. Das ist so nicht. Sein. Das hast du bestimmt nur gemaxt, weil du unbedingt die 20 Sieger haben wolltest. Das ist einer der wichtigsten Clash Royale Games, die Chef Strubel jemals hatte. Und er ist sichtlich nervös. Nee, das war die 10 Stück, die er auf 19-2 hat. Oh, 19-2! 19-2, Chef Strubel. Versetz dich in die Lage damals, als du richtig gechoked hast. Ich hab mittlerweile diesen Clip schon Alter, so oft nur angeguckt. Komm, spende mal WTF. Alter. Ich lese gerade erst vor. Vielen Dank. Vielen Dank, Bazille. Alter. Wieso ist der Chat so ruhig? Ja, Trimax, Chef Strobel und Bixen streamen gerade. Wir streamen alle, wir machen Quad-Stream, Leute, aber es funktioniert nicht so richtig. Also, wenn du Stream sagst, verstehe immer noch Stream. Stream. Ja, also. Stream. Ich streame. Alter. Ja, gute Rock vom Gegner. Der dachte wohl, er kann den Tower treffen und hat nicht ganz geklappt. Er hat es wenigstens versucht. Die Pumpe getroffen. Chill jetzt mal, Flame ist die Gegner nicht so. Ah, warte! Ah, nein, wir haben das Deck ja nicht. Ich hab die. Nee, Max hat schon gespielt, RIP. Wir hätten die geile Rocket sehen können, die Kobalt Rocket. Aber ihr habt die nicht upgradet, ne? Nee. Keine Chance. Das ist ja vor allem Quad und nicht Squad. Quad-Stream. Lass morgen einen Motorrad-Stream machen, Flavi. Komm. Quad-Vlog. Ja, ist ja Strohl, du spielst gerade schlechter als sonst. Das bin ich gar nicht so gewohnt von dir. Versuch jetzt ich finde auch schon wieder schade, dass du den größten Low dieses Planeten bekommst. Der ist echt erschreckend. Also das ist wirklich... Chucky, Junge, er liegt mehr nichts, als er ausgibt. Ja. Das ist wohl lacht nur. Ja, es ist hart. Ein Hit. Weißt du, was? Weißt du, wie man so einen Win bezeichnet? Das ist schon fast widerlich, ja? Ich glaube einfach auch, ich habe auch eine Theorie, geleistet. Wenn man in dem Game so schlecht ist, auf diesem Niveau, dann merkt man das dem bestimmt im Real Life an. Weißt du, was ich meine? Was? Nein. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Es ist brutal. Ah, ja, das ist der Strube, er macht eine Wannabe Rocket. Der wollte sie genauso stark machen wie ich, aber. Du bist so jemand, den kann man in CR einfach nicht ernst nehmen. Das war, also von dir, also ich glaube, das war das schlechteste Game, was wir heute jemals gesehen haben. Von beiden Ach, Spielern. Ja, aber es reicht. Prost. Chucky freut sich auch noch. Der denkt, der hat es jetzt gerade übel gerissen. Der denkt sogar, der hat gewonnen. Danke, Christian. Okay, ich mach Deck. Was ist das für eine Aussage? Einer schreibt bei mir rein, zeig dich mal.
Ich stream mit Facecam. Was meint der? Hä? Bin geil. Geil. Ja, zeig dich mal. Ja, hallo, hier bin ich. Mega geil. Welches? So, ich mach Deck, ne? Mach ein Deck und schick's mir gefälligst. Alter, okay, das ist wirklich Trash. Wir haben keine einzigen Win-Condition. Ja, wenn du verlierst, dann 18 raus. Karten, keine Win-Condition, halt die Gott. Wenn du jetzt verlierst, dann raus. Du echt? Musst nur verlieren, egal was ich da mache. Echt? Ja, weil wir haben, steht da 2-1. Oh, come on, ey, was ist das denn für ein Trash? Wieso, aber dann steht's doch 2-2, wenn du durch bist. Nee, da steht's 3-2. Ihr habt 2 Niederlagen. Okay, Freunde. Scheiße, Bixel, du hast verloren gehabt. Bixel hat jetzt richtig. Nee, wenn er verliert, musst du nicht dann noch gewinnen? Er wollte Crash. Nee, das wäre egal dann. Weil dann haben die 3 und wir 1. Und das ist egal, ob ich dann verliere, haben wir 3-2. Hat er sogar recht, der Scheißkerl. Haha, nice, Toxic, was? Ja, habe ich jetzt meine Rekruten hier nicht? Hier sind sie. So. Hey, du musst das Deck doch gar nicht machen. Oder wie? Ich will nur ein bisschen upgraden, Mann. Die waren Level 1. Ah. Achso, ein paar Karten upgraden für die Change, ja. Alter. Ne. Super. Ja, das wird wieder Bixton verliert. Ja, wieder. Bixton schon wieder. Bixton. Weißt du, wenn Bixton mehr Loot holt als Primax, dann ist es einfach Fokus, vorbei. Fokus. Leute, alles entscheidendes Game. Wenn Bixton das jetzt verliert, haben wir verloren. Ja. Auf aber warte, Bixen. Ja, das muss ich auch gerade sagen. Wenn hätte Bixen 2 Niederlagen ja. Und ich eine, dann habe ich zwar verloren, aber ich habe nicht verloren. Wisst ihr, was ich meine? Ja, dann kannst du dich gut fühlen trotzdem, ja. Ich meine, selbst 2-1 ist noch okay für dich, Max. Also selbst wenn du vielleicht irgendwann verlieren, das wäre ja nicht mal schlimm. Ja. Ich habe nicht so eine einzige Wunkelchen setzen. Let's go. Warum lachst du nicht? Das ist ja so. Also ihr könnt, also der Chef Strobel kann gleich nochmal Best of 3 gegen Bixbit machen, das gewinnt der Chef Strobel. Alter, ja. Jetzt fangen wir nicht an, der 31 gegen über dein Team jetzt zu machen, okay? Du musst, aber du hast es schon einmal verloren. Ich will das letzte Best of 5 gut in Erinnerung behalten. Uff. Oh, da kommen die Hörner. Er liegt wieder zu viel. Man verliert als Team. Ja, generell richtig, aber nicht, wenn ein Noob und ein Pro in einem Team sind. Dann verliert immer nur der Pro. Was ist das denn? Gute Begründung, Max. Du bist doch... Oh. Er hat 6 Elixier Vorteil. Das ist jetzt natürlich belastend, die Situation. Oh, Gott, das ist ein... Oh! Das? Das sieht gar nicht gut aus. Ich hab Leck! Leak, Junge, Leck! Was heißt das? Delay! Leck angeblich. Oh ne, jetzt leckt's auch noch. Jetzt kommt alles. Max, ich hab keine Karte gegen diesen Typen, Mann. Es ist einfach an der Zeit loszulassen. Ja, würde ich auch sagen. Gut, die Pumpe ist schön auf die Seite wurde. Haben wir auch gerade gefragt. Hat Jeffrey Baratheon auch mal gesagt. Warum hast du die Pumpe auf die linke Seite gesetzt? Ja, er ist richtig verwirrt. Ja, wir verwirren ihn gerade übel, das klappt, Chef. Weiter so. Jeffrey Baratheon. Was labert ihr denn die ganze Zeit für eine Scheiße? Der Druck ist da. Geil, Mann. Das ist ja irgendwie wie so ein Radiomoderator. Ja, Mann, der ist so. Ehre jetzt. Ehre, Junge. Ich will nur einmal Ehre, bitte. Komm. Ihr könnt sonst nichts. Komm, mach bitte jetzt Ehre. Wir können sonst nichts. Ey, nee. Oh, er muss doch nur den Dings reinspielen. Wie heißt der nochmal? Oh, Executioner macht da gut Damage am Turm. Ja. Ist aber noch nicht genug. Warum hat er nicht da einfach den Mega-Ritter reingespielt, weißt du, ich meine? Ja. Ja, hätte er machen müssen. Macht er jetzt auch. Ja, es ist trotzdem nicht so geil. Ja, aber Bixman hat noch Garage, deswegen war es gut. Oh, das ist jetzt problematisch für Bixman. Ich hab nichts. Hat er einen Spell. Oh mein Gott, ich kann nichts gegen ihn machen. Ja! Ich bin nicht gebrochen, Junge. Der Gegner hat alles gehabt, ey. Ohne Witz. Ich hab keine Kack-Win-Condition, das ist so schlecht gewesen. Oh no. Max, du wurdest gecarried. Max, du wurdest richtig die Klippe hin und ich dachte mir, ich hol mir den Bixman. Ich hatte die Wahl, hol ich mir den Bixman oder den Floppy. Ich dachte, Bixman ist besser im Random-Deck. Dann throwt er jetzt 2 Games. Fucking Baratheon. Oh no. Hier schreit schon einer richtig peinlich von Bixen. Wieder direkt attackiert. Alter, es ging so schön los mit Chef Strubels Double Throw. Der hat dich ja gekontert. Und dann. Ja, dann reicht's am Ende nicht. Wie viel Niederlagen hat dein Pro gemacht? Keine. Meine war ja ein Konter. Also haben wir auch keinen. Kein. Alter. Ich bin Mixwin, ich bin ein Gewinnertyp. Ja, stimmt, das hast du echt gesagt.
Oh, ja. Oh, Junge, oh. Also, okay. Ich bin ganz am Anfang bei meinem Video gekommen und dann wäre direkt die Niederlage nach vom Big Spoon reingeschnitten worden. Ist jetzt natürlich scheiße gelaufen, so an der Stelle, aber ist natürlich jetzt umso wichtiger, dass wir das Ganze wiederholen. Ich weiß nicht wann, ja, wenn irgendwann ein cooler Modus kommt oder ein cooles Update oder eine coole neue Karte oder irgendwas, versammeln wir uns wieder zu viert und ziehen durch. Also.